Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit dem Hero. Juhu! Hast du den C20 am Start? Ach, fuck, Alter. Mal wieder oldschool heute, Scheiße. Freunde. Zu zweit, nur Hero und ich. Wie zu in zweit den guten alten Kontakt. Zeiten. Frösche hat Angst. Ich hab Angst. Nein, man konnte maximal normal machen, aber in der Beschreibung stand, macht keinen Kontakt. Weil hier wahrscheinlich beim Wallride irgendwie Abfuck sein wird. Nein. Haben wir den nicht schon gefahren? Sein. Ja, es sieht so aus, ne? Ja, den haben wir schon gefahren. Das war die letzte Map beim letzten Mal. Ah, das war der, den man so leicht cheaten konnte. Also haben wir ihn noch nicht gefahren. Also haben wir ihn noch nicht gefahren. Ich fahre mal eben. Er cheatet. Er cheatet. Hast du echt gecheatet? Ja. Er cheatet echt. Dein Ernst. Endlich kann ich die Map mal gewinnen, Mann. Noch hast du nicht gewonnen. Ah nein, ich kann ihn nicht cheaten. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich kann mich noch erinnern, du hast gesagt, respawn ist besser. Da habe ich ihm sogar Tipps gegeben. Ich habe gedreht. Hat es lang gedauert? Nö, es geht. Also ich bin... Oh shit. Was machst du? Geht auch, geht doch nicht. Lass mich hier echt noch einholen. Oh ja, ja, Freunde, da muss ich halt auch kurz cheaten, aber ist ja eh, die Map hatten wir ja schon, ne? Deswegen. Ja. Passt das schon. Ich wusste nicht mehr, ab wo wir noch hatten. Das war die letzte Map, oder ne? Beim letzten Mal? Ich hab ehrlich gesagt keinen Plan. Ich hab die Folge für heute noch nicht fertig gemacht. Er hat die Folge noch nicht mal gerendert? Nee, gar nichts. Wird eng, ne? Bis 14 Uhr? Ja, es kommt drauf an, bis wann wir aufnehmen. Bis 14 Uhr? Dann wird's eng. Bis 13 Uhr aufnehmen, dann schaff ich das. Ist dein PC so gut? Die Folge war 85 Minuten. Ich habe letztens außersehen. Ja? Irgendwie falsch gerendert. Die Folge war 500 MB groß. Mhm. Aber die Quali fast genauso. Das ist mir so, ey. Komisch. Die Quali war so 500 MB Quali, oder was? Nee, die war eigentlich ganz okay. Das war easy. Ich weiß aber nicht, wie ich gerettet habe. Freunde, wir sehen uns bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map, Slim the Snake. Oh ja, und diesmal mit T20. Was ist da los? Wo hast du den? Gerade schnell gekauft. Steht nach rechts. Here for you. Los Santos Police. Pardon. Ich wollte Mario Kart Start machen. Bei zwei schon kurz auf Gas gegangen. Oh, sieht schon nach einer Schlange aus da vorne. Komisch aus. Ungefähr wie meine Schlange, bisschen kürzer. Er fährt weg. Leute, wo fahr ich hin? Ich dachte, ich bin da rechts. Nein, du Lacker. Ich dachte mir, ich bremse jetzt nicht extra. Weil ich dachte, du planst direkt mit ein, aber... Ah, du hast ein bisschen gebremst, oder? Ich hier noch richtig? Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht, werden wir gleich sehen. Ach, da ist ja schon das Ziel? Ich würde sagen, wir sind hier nicht richtig. Ja, wir haben es verkackt irgendwo. Irgendwo haben wir eine Auffahrt nicht gesehen. Lol. Ah, hier. Hätte ich jetzt echt nicht gesehen. Nein, ich habe runtergelenkt. Ich bin schon auf Respawn gewesen und dadurch. Ich dachte schon am Anfang, ich verkack's, hab's aber gar nicht verkackt. Aber war schon auf Respawn, also wäre der eh rausgesprungen früher oder später. Oh shit. Leute, was, oh, was? Ist das wieder für eine Rampe? Okay, der war gut. Hä, was für eine Rampe? Cheater-Rampe. Aber ich fahr das Ding jetzt. Wir haben eben schon gecheatet. Ist der echt eine Cheater-Rampe? Ja. Ja. Aber in die falsche Richtung, oder? Ich weiß es. Ja, geht doch, stimmt. Falsche Richtung. So und? Wobei, so weit ist das Ziel nicht weg, oder? Ne, ich probiere auch den Wallride. Aber warum kann man da hoch? Keine Ahnung. Oh, fuck, okay. Der ist fahrig auf jeden Fall. Ich bin gerade zu dumm, um so langsam hochzutippeln. Kann man mal Hardcore lenken oder gar nicht. Nein, das Problem, man muss halt auch runtertippen und so. Nein, das ist echt, muss man gar nicht. Doch, ab und zu?
Nee, wenn man echt ganz leicht tippelt nur, dann muss man gar nichts machen. Aber ich kann nicht ganz leicht tippeln. Aber die Rampe geht für mich in die falsche Richtung, finde ich. Vielleicht kann man da drauf springen irgendwie. Ah, nein. Leute, was geht in die falsche Richtung. Vielleicht kann man da aber irgendwo auf dem Wallway drauf springen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Dass er sagt, der hat den halben Weg gescheatet oder so. Den halben Weg gescheatet. Nein. Nein, ich war richtig weiß. Eieiei. Das war ein der Uzi rum. Gar nicht, das war die MP. Lol, okay, das ist gar keine Cheater-Rampe. Ich glaube, man landet da drauf oder fährt da runter und kommt dann auf eine neue Rampe. Okay. Weiter zu jumpen. Ach so, man landet dann da. Ah, dass man quasi den Speed von da mitnimmt. Ja. Okay. Ey, warum lenke ich ihn runter? Man weiß das nicht. Darf einfach nicht runterlenken, immer so. Ich lenke aber ab und zu auch runter. Ich bin einfach voll grobmotorisch gerade, ne? Zu früh, oder? Ich bin gerade erst aufgestanden. Weißt du, ich bin schon seit 9.15 Uhr, wa? Seit 9 Uhr? Oh Gott. Wir haben jetzt... Wie viel Uhr haben wir? Okay, 9.29 Uhr. Am Karfreitag. Wir dürfen nicht tanzen heute. Ah, come on. Oh, ich flieg dir genau hinterher. Warum machst du das? Ja. Muss man in der Fullspeed fahren? Ich weiß nicht. Ja, am Anfang glaube ich nicht. Ah, man muss immer so extrem hochziehen dann kurz. Und ja, das ist so eine Rampe, wo man weiterspringen muss, habe ich gerade gesehen. Ja, ich war dann auch so weit dran vorbeigeflogen, dass ich gesehen habe. Lass mich doch jetzt da durch. Wo ist dein Problem? Warum so lang ist das Ding gar nicht, ne? Wahrscheinlich hatten wir jetzt beide schon fast. Ich glaube ich noch nicht. Gerade ist echt zu früh, Freunde. Hast du noch keinen Kaffee? Trinkst du überhaupt Kaffee? Nein. Kaffee ist krebserregend. Kaffee ist Gift. Kaffee ist Gift. Ja, habe ich gerade erst gelesen, dass Starbucks und Co. in den USA verklagt wurden, dass sie das auf ihre Packung schreiben müssen, dass Kaffee krebserregend ist. Da muss man das doch überall drauf schreiben. Ja. Alles. Auf Toast, hallo? Toast ist krebserregend, wenn denkst, es getoastet wird. Aber erst wenn er getoastet wird, was muss man dann da draufschreiben? Wenn getoastet, dann krebserregend. Wenn nicht, dann alles gut, oder wie? Bitte nur ungetoastet essen. Ja. Ja, ich meine, ist ja eigentlich selber schuld. Also, kannst ja auch nicht einen Apfel nehmen und eine Woche ins Atomkraftwerk legen. Ja, du bist auch selber schuld, wenn du deinen Hamster in die Mikrowelle steckst. Trotzdem steht da drauf, Hamster bitte nicht in die Mikrowelle stecken. Die Amis halt. Du bist doch selbst schuld, wenn du dir einen heißen Kaffee holst und dich verbrennst. Trotzdem steht da drauf, Achtung heiß. Steht das da drauf? Ja. Weil die wurden auch damals mal verklagt und da mussten irgendwie mehrere Millionen Euro Schadensersatz zahlen wegen zu heißem Kaffee bei McDonald's. Hätte ich aus Protest erstmal eine Woche kalten Kaffee serviert. Ganz ehrlich, wäre ich Ami, ich würde den ganzen Tag probieren, irgendwelche Sachen zu finden, wo nichts draufsteht und das einfach dann zu essen oder so. Was weiß ich? Kugelfisch steht nicht drauf, ist giftig. Ja, dann stirbt man. Was weiß ich? Kugelfisch meinen Kindern verabreichen. So voll die Kinderproduktion. Du bist reich durch sowas in Amerika. Weit, Alter. So übelst weit. Ich bin gerade nie weit. Windschatten, ey, keine Chance.
Selbstmord, Digga. Explodiert direkt. Direkt voll ausgerastet. Mio hat's, nice. Mit Ballern, aber die Scheibe ging nicht kaputt. Na, geht nicht schnell genug, ja. Da muss man erst am Start kurz stehen bleiben. Hab ich dich nicht getroffen? Doch. Ey. Ich bin, glaube ich, schon überall auf der Map gelandet, nur nicht da, wo ich hin soll. Ja, ich hab's aber gleich. Jo, hat's gleich. Hastig lockt sich in den Channel ein. Nein! Ich dachte, jetzt kommt Hebe und sehe nur HA und dann so Hastix. Ach so. Okay. Ach Scheiße. Er entmutet sich und geht. Bin dann mal raus. Hä? Wie das da automatisch hat er das irgendwie geschrieben. Man kann das schreiben, glaube ich. Selbst, Matteo? Ja. Ey, schon wieder. Der Schatz. Nein! Ohne Witz. Ich... das gibt es nicht. Was denn? Ich war richtig kurz davor. Ich bin quasi kurz vorher links rausgesprungen. Warum? Ja, weil ich nicht vernünftig gelenkt habe wahrscheinlich. Oh Scheiße, ich lenke die Richtung. Also am Anfang braucht man irgendwie Fullspeed, finde ich. Ja, am Anfang braucht man Fullspeed und dann hat man es einfach, weil man der Killer ist. Oh nein! Last try! Der Second Try hat dann funktioniert, ja. Was, der Second Try hat funktioniert? Ja, Second Try in Anführungsstrichen. Oh, shit. Ne? Halt, nachdem ich den einmal so weit war und verkackt hab, hat der nächste halt funktioniert. Was machst du da nicht mal aufhören? Ja, also ich hab eh verkackt. Jetzt probiert er die Rampe zu nehmen. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map, Verwandlungsrennen. Wir haben den Trophy Truck am Start, haben uns drauf geeinigt. Hardcore Warride. Weil man hätte auch, ich hätte auch getunte nehmen können, so eine Büfter oder so, aber ja, hier ja, ist ja, direkt. Ja, ich hatte auch getunte. Thanks. Was ist das für ein Teil? Lol. Hey, wohin, ey? Hier links. Scheiße. Ich hab den Punkt auch nur so ganz leicht gesehen, ne? Oh, da unten. Oh Mann, wie fahre ich denn schon wieder hin? Wie ein Eunuch. Da vorne geht der Wallbot schon, scheinbar. Meinst du, ein Eunuch müsste gut fahren können? Hm? Meinst du nicht, ein Eunuch müsste gut fahren können? Warum? Weil er nicht durch andere Dinge abgelenkt werden kann. Ganz fett trainiert. Na, aber wie hat Oliver Kahn schon gesagt? Eier, wir brauchen Eier. Ja, das lief nicht ganz nach Plan mit dem Flugzeug. Oh shit! Unterm Kran durch. Hochziehen. Oh. Liberator am Start hier. Okay. Wofür hat man eigentlich am Anfang ein Auto ausgewählt? Man wird es nie nehmen wahrscheinlich. Liberator. Der erste Punkt war das Auto. Seitdem immer ein anderes. Ja, vielleicht, das kann er noch. Ach nein! Die Rampe noch mal. Hier ist der Wallward jetzt. Mit C20. LOL! Okay, Liberator war kein. Ich häng in der Spirale drin. Ja, was machst du? Nee, ich bin wieder ein Flugzeug auf einmal. Warum? Keine Ahnung. Weil der Checkpoint vorher wohl kein Checkpoint war. Danach. Beim Liberator. Ja. Hä? Der war auch keiner? Das war aber Checkpoint markiert. Du bist wieder im Flugzeug oder was? Nee, nee, ja, ich bin. Muss nur wieder den Wallride fahren. Willst du durch die Müllhalle gefahren? Oder? Nee, nee. Der schießt genauso wie ich. Ja, welche Müllhalle? Ich weiß es gar nicht. Ja. Nee, ich weiß es echt nicht. Aber nach dem Wallride nicht respawnen oder so, weil das ist kein Checkpoint.
Muss man hier aber den Dreck auffahren oder was? Ja, ja, genau. Halt komisch, dass man nicht sieht, was genau ein Checkpoint ist. Obwohl, also dieses Ding war halt als Checkpoint markiert. Also gelb ist es halt gewesen. Ja. Also meiner Meinung nach ist das ein Checkpoint. Die Frage ist auch, jetzt bald kommen ja diese, im nächsten oder übernächsten Update kommen diese, neuen Supercars. Oh, Teleport-Checkpoints. Ach ja, ja, stimmt. Da bin ich gespannt drauf. Wo muss man hier? Ernsthaft? Ich hab keine Ahnung, wohin man da muss. Bist du schon auf dem Boulevard? Ja, ich bin gerade Spirale hoch. Bin jetzt wieder auf der Spirale hoch ist noch easy, aber danach irgendwann. Da weiß ich halt nicht. Jetzt aber runter. Da unten ist ein Flugzeug. Bist du runtergefallen? Gefahren? Ja. Okay. Ja, ich bin. Nein, ich bin explodiert. Ich alles von neu. Nee, ich fahre nicht so. Ah, doch. Nee, muss ich nicht. Also ja, einfach beim Dings, bei dem Ding, fette Ding runterfahren, ja. Dem Volvoid nach unten. Ganz am Ende das dicke Ding runterfahren. Ey, diese Checkpoints! Man kann da einfach reinfallen, oder? Ja, man kann da nicht reinfallen. Man kann nicht reinfallen. Also man kann schon, aber... Oh, ich bin im Flugzeug. Ey, was sind das hier für Checkpoints? Da fliegt man echt mal zickzack. Oh, nicht bekommen. Fuck, ja. Ding ist zwar übelst wendig, aber so übertreiben muss man es dann doch nicht immer. Da hinten fliegt er. Ah. Oh, oh, verpasst. Hä? Nein. Gib mir doch den Punkt! Das gibt's doch nicht mal, das ist ein Checkpoint. Yes. Jetzt bin ich wieder in unserem Spawn-Karre. Echt? Und fliege aber ins Ziel damit. Easy. Er ist schon im Ziel. Das war knapp. Da wäre ich fast. Aber die Map fand ich richtig geil. Ich weiß nur nicht, warum Hardcore Wall. Jetzt bin ich wieder in unserer Spawn-Karre. Und fliegt damit ins Ziel. Freunde, wenn es euch gefallen hat, wir haben die Map eine Minute schneller beendet als angegeben. 6.19 war angegeben, wir haben 5.18 gebraucht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo, schaut auch bei Hero vorbei. Bis dann, da rein. Ciao.